Nach einem verheerenden Brand im Mischfutterwerk in Burlo, Deutschland, entschied sich AgriV für den Bau eines neuen Mischfutterwerks am selben Standort. AgriV produziert Strukturfutter, die auf Leistung und Tiergesundheit ausgerichtet sind, individuell nach Kundenwunsch. Das neue Werk für AgriV sollte in der Lage sein, unterschiedliche Futtermittel für Schweine nach den neuesten Erkenntnissen zur Tierernährung zu produzieren. Dabei sollte durch höchste Flexibilität die Produktion kundenspezifischer Futtermittel nach den Vorgaben der Landwirte möglich sein. Von Aarsen erhielt den Auftrag für den Bau dieses Mischfutterwerks mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Stunde. Das ultramoderne Mischfutterwerk arbeitet mit neuen Technologien, welche die Anwendung der neuesten Erkenntnisse zur Ernährung von Schweinen ermöglichen. Damit kann AgriV flexibel und effizient verschiedene Futtermittel wie hygienisiertes Mehl, Pellets und Krümel mit unterschiedlicher Rohstoffstruktur produzieren. Die Rohstoffe werden nach der Annahme mit Hilfe eines Magnetreinigers und Windsichters von Fremdstoffen befreit. Anschließend werden die Rohstoffe in die vorgehaltenen Lagersilos oder direkt in die Dosiersilos transportiert. Der Silofüllstand wird durch einen Ultraschalldetektor gemessen. Damit ist die genaue Produktmenge in jedem Silo stets in Echtzeit bekannt. Aus den Dosiersilos werden die Rohstoffe abgewogen und in eine der drei Makrodosierwagen gegeben. Dank der großen Zahl von Makrodosierwagen ist eine schnelle und flexible Dosierung gewährleistet. Mineralien werden als Schüttgut an einer separaten Station außen am Gebäude angenommen und pneumatisch in die 14 Dosiersilos für Mineralien befördert. Sie werden in der 500 Kilo Dosierwaage abgewogen. Danach werden die Rohstoffe in der Siebmaschine gesiebt. Die Feinstoffe werden herausgesiebt und direkt in den Aufgabetrichter über den Mischer dosiert. Sie laufen nicht durch die Hammermühle, sodass beim Mahlen Energie gespart wird. In der GD-Hammermühle werden die Rohstoffe auf die richtige Partikelgröße und Struktur gemahlen. Der automatische Siebwechsel der Hammermühle sorgt auf sehr effiziente Weise für die optimale Sieblochung bei jedem einzelnen Rezept. Der Siebwechsel erfolgt in nur einer Minute. Aufgrund von Staub und Funken durch die Hämmer besteht Explosionsgefahr. Die Bunker nach der Hammermühle verfügen daher über eine Explosionsdruckentlastung. Alternativ werden die Rohstoffe in der Scheibenmühle gemahlen, wenn Strukturen mit minimaler Abweichung benötigt werden. Durch Einsatz einer Scheibenmühle und einer Hammermühle lassen sich unterschiedlichste Strukturen produzieren. In Säcken angelieferte Mikrozusatzstoffe werden manuell in die Silos eindosiert. Das Silodeck befindet sich in einem geschlossenen Raum, sodass die Absauganlage optimal funktioniert und Staubemissionen maximal eingedämmt werden. AgriV hat in 4 Dosiereinheiten für Zusatzstoffe investiert. Das maximale Chargengewicht kann 100 Kilo, 50 Kilo oder 30 Kilo betragen, je nachdem, ob die Dosierung mit einer Dosiereinheit für Klein- oder Mikrokomponenten erfolgt. In eine der Dosiereinheiten für Mikrokomponenten ist eine Präzisionsdosiereinheit für Zusatzstoffe von bis zu 1 Kilo integriert. Die wertvollen Mikrokomponenten werden sehr präzise durch V-förmige Schieberöffnungen dosiert, deren Geschwindigkeit und Öffnungsweite eingestellt werden kann. Bei nicht so fließfähigen Komponenten wird zusätzlich ein Rührwerk eingesetzt. Durch Betrieb von 4 Dosiereinheiten lassen sich 4 Komponenten gleichzeitig dosieren, sodass die gesamte Dosierung schneller läuft. Im 8000 Liter fassenden Multimix-Paddelmischer werden alle Komponenten des Rezepts zu einer homogenen Mischung verarbeitet. Flüssigkeiten werden im Flüssigkeitenmischer zugemischt. Dies verhindert Verschmutzungen im Paddelmischer und spart Reinigungskosten. Damit die Flüssigkeiten präzise eindosiert werden, umfasst der Behälter unter dem Paddelmischer und über dem Flüssigkeitenmischer eine Wägefunktion. Vom Mischer wird die Futtermischung zum Dampfmischer transportiert, wo sie durch den Langzeitkessel läuft. Indem das Mehl 4 Minuten lang auf einer Temperatur von mindestens 85 Grad Celsius gehalten wird, werden gefährliche Keime wie Salmonellen abgetötet und das Mehl wird hygienisiert. Das hygienisierte Mehl kann zu Pellets verarbeitet werden oder das Werk als sicher hygienisiertes Mehlfutter verlassen. Im letzteren Fall wird das hygienisierte Mehl im Doppeldeck-Mehlkühler abgekühlt. Das Mehl kann auch zu den Pelletpressen transportiert werden, wo es zu Pellets verarbeitet wird. In den beiden Pelletpressen der Reihe CU Dynamic mit motorischer Kollerverstellung wird der ideale Kollerabstand für jedes Rezept einzeln eingestellt.
Die integrierte aktive Collar-Schlupf-Kontrolle erkennt Schlupf und reagiert sofort, sodass ein Blockieren der Pelletpresse durch Collar-Schlupf praktisch ausgeschlossen ist. Durch Einsatz des Expanders in einer der Produktionslinien wird die Produktion weiter flexibilisiert, um Futtermittel genau in der von den Landwirten gewünschten Qualität zu produzieren. Der Expander konditioniert das Mehl vor der Verarbeitung und verbessert die Stärke-Gelatinierung in kurzer Zeit. Die aus der Pelletpresse kommenden Pellets werden im Gegenstromkühler auf 5 Grad auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Bei Bedarf kann auch der Doppeldeck-Mehlkühler zum Kühlen der Pellets verwendet werden. In diesem Fall ist nur das unterste Kühldeck in Betrieb. Die Kühlluft wird von außen angesaugt und strömt durch HEPA-Filter ein, die eine extra hohe Luftreinheit sicherstellen. Die Pellets können bei Bedarf gekrümelt werden. Nun werden die Pellets bzw. Krümel gesiebt, um sie von Staub zu befreien. Der Staub wird zurück in die Pelletpressen geführt. Das fertige Mehl, Pellet und Krümelfutter wird zu den Fertigfuttersilos transportiert. Hier ist ein automatischer Probenehmer in die Linie integriert. Durch Einsatz einer XY-Roboter-Produktwaage und von Kontrazellen ist das präzise Abwiegen und Verladen in Futtermitteltransporter in nur 10 Minuten möglich. Um optimale Hygiene zu erreichen, wird der Staub kontinuierlich aus allen internen Förderanlagen abgesaugt. Die Staubfilter sind mit Schalldämpfern ausgestattet. Jeder Boden verfügt über eine zentrale Absauganlage, sodass alle Bereiche stets staubfrei sind. Silos und Behälter sind mit abgerundeten Kanten und abgefasten Rippen ausgeführt und Kabel übereinander verlegt, um die Staubanhaftung zu minimieren. Zum Reinigen der Filter und Betätigen der Schieber wird Druckluft eingesetzt. Diese wird durch eine modulare, energiesparende Druckluftanlage bereitgestellt. Die Rohrleitungen aus Segmenten mit rundem Querschnitt lassen sich rasch vor Ort montieren und austauschen. Mit diesem neuen Werk mit Hammermühle und Scheibenmühle für Futtermittel mit optimaler Struktur in Kombination mit Produktionslinien für hygienisiertes Mehl, Pellets und Krümel ist AgriVau in der Lage, hochwertige Futtermittel für Schweine zu produzieren, die den neuesten Ernährungsstandards entsprechen. Darüber hinaus garantiert der hocheffiziente Betrieb geringe Kosten pro Tonne. Für AgriVau war von Aresen die entscheidende Verbindung beim Bau dieses neuen Mischfutterwerks.